Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Gen Z im Jahr 2020. Mein Name ist Sandra Geisler und ich bin Business Coach und Trainerin für Generationenmanagement. Bevor wir uns mit der Gen Z befassen, müssen wir uns erstmal mit allen Generationen befassen, um zu wissen, mit wem wir da eigentlich noch so zu tun haben. Die derzeit älteste Generation sind die sogenannten Builders. Die sind aktuell schon so über 70 Jahre alt, deswegen können wir sie auch in der Arbeitswelt vernachlässigen. Demzufolge sind die Babyboomer die älteste Generation. Die befinden sich kurz vor der Rente bzw. so im letzten Kapitel ihres Arbeitslebens und spielen noch eine sehr große Rolle, insbesondere bei traditionellen oder familiengeführten Unternehmen und haben da noch viel Mitspracherecht. Die Generation, die derzeit am meisten vertreten ist, ist die Generation X. Die befinden sich so zwischen 37 und 51 Jahren, dicht gefolgt von der Generation Y zwischen 22 und 36 Jahren. Danach kommt die Generation Z, über die wir uns heute unterhalten werden. Die sind zwischen 7 und 21 Jahre alt, teilweise auch schon älter, befinden sich gerade in der formativen Phase. Das heißt, sie sind sehr empfänglich für Lebensereignisse, gesellschaftliche Veränderungen, Werte und demzufolge ja, auch aktuell von Corona betroffen. Als nächstes kommt die Generation Alpha. Die sind noch nicht in der Arbeitswelt, deswegen werden wir die auch vernachlässigen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Potenziale und Erwartungen bringt jede Generation mit sich? Bei den Babyboomern ist es so, dass das Ziel, die Jobsicherheit, im Vordergrund steht. Das heißt, sie sind gewohnt, hart zu arbeiten und der Erfolg ist sozusagen persönliche Belohnung genug. Sie standen auch immer so ein bisschen im Wettbewerb, haben aber eigentlich eine große Teamorientierung. Als nächstes kommt die Generation X. Da ist das Ziel die Work-Life-Balance. Das war damals immer wichtiger, als sie ins Arbeitsleben eingetreten sind. Da geht es darum, auch Spaß zu haben. Sie haben ein gewisses Selbstvertrauen und haben auch schon so ein globales Denken mitgebracht. Als nächstes kommt die Generation Y. Da war zum ersten Mal der Schrei nach Selbstverwirklichung, Mitbestimmung und auch Freiräume im Job. Das konnten Unternehmen dann mit flexiblen Arbeitszeiten regeln oder familiengerechte Arbeitsmodelle schaffen, die einfach dieser Generation gerecht werden. Bei der Generation Z ist es so, dass das Ziel der Sicherheit und Stabilität im Vordergrund steht. Das ist jetzt ganz interessant, weil sich das wieder mit den Zielen der Babyboomer deckt. Und hier ist Leben und Arbeiten aber als fließender Prozess zu verstehen. Das heißt, sie wollen sowohl definierte Strukturen, aber auch Raum für Kreativität und laterales Denken. Das heißt, sie haben große Bedeutung der sozialen Verantwortung zugemessen, auch Nachhaltigkeit und das Privatleben steht im Vordergrund. So, warum beschäftigen wir uns jetzt mit der Generation Z? Da ist natürlich der Punkt, dass einfach bis 2025 Gen Y und Z die Mehrheit der Belegschaften ausmachen werden. Mit Generation Y wurde sich schon viel beschäftigt und die sind jetzt auch schon eine ganze Weile im Arbeitsleben, demzufolge hat man sich daran schon gewöhnt. Bei Gen Z stößt das Ganze dann doch immer wieder auf Generationenkonflikte. Deswegen sehen wir uns jetzt die Generation Z mal genauer an. Die Generation Z ist immer online, das heißt, sie hat nutzt intensiv die digitalen Medien. Ihre primäre Allzweckwaffe ist das Smartphone sozusagen. Da ist das Real Life mit der digitalen Welt total verschmolzen und sie haben auch keine Erfahrung mit der vordigitalen Zeit. Dann ist es so, dass sie ganz oft Entscheidungsschwierigkeiten haben, einfach durch die Fülle der Möglichkeiten, durch zu viel Information und zu wenig Zeit, um in Ruhe über die Entscheidungen nachzudenken. Dann, wenn sie es mal geschafft haben, sich zu entscheiden, sind sie oft maximal unverbindlich. Das heißt, eine Entscheidung ist oftmals nur ein Zwischenstand. Und das ist einfach auch was, was man im Berufsleben dann berücksichtigen muss. Dann stehen sie auch unter einem großen Leistungsdruck. Das heißt, dass sie sich permanent über Social Media auch vergleichen können mit dem Leben anderer, was natürlich auch immer wieder einen gewissen Druck auf sie setzt. Sie haben auch oftmals eine geringe Aufmerksamkeitsspanne und auch wenig Geduld. Dafür hat die Familie einen ganz großen Stellenwert. Sie hat einen großen Einfluss, die Generation Z wohnt auch oft noch zu Hause und der Einfluss von Freunden ist nicht zu unterschätzen. Auch Influencer beispielsweise oder Online-Bewertungen haben einen ganz großen Einfluss auf diese Generation. Dann sind sie auch ganz wenig loyal gegenüber Marken und Arbeitgebern, wechseln auch öfter mal die Jobs
Und der Fokus steht ganz klar auf der Freizeit und nicht auf der Karriere. Was sind die Werte der Generation Z? Die fünf wichtigsten Werte sind Gesundheit, Familie, Freiheit, Gerechtigkeit und Freundschaft. Das wurde ganz oben genannt in der Studie der jungen Deutschen 2019. Und das bringt natürlich diverse Herausforderungen für den Arbeitgeber mit sich. Wie kann man all diesen Bedürfnissen gerecht werden und ja, gut zusammenarbeiten, auch mit den anderen Generationen? Die Herausforderungen, die sich demzufolge stellen, sind zum einen, dass die Generation Z Instant Feedback braucht. Das heißt, man sollte die Führungskräfte schulen, schneller Feedback zu geben und die Mitarbeiter einzubeziehen. Dann will die Generation Z einen gewissen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Und den Sinn muss man natürlich erstmal stiften. Das heißt, man versucht, eine Wichtigkeit der Aufgabe zu vermitteln, vielleicht auch in einem gewissen Storytelling, um da wirklich auch die Mitarbeiter, auch die jungen Mitarbeiter abzuholen. Dann muss man Erfolge feiern. Das heißt, die Gen Z möchte erlebbare Ziele haben. Also Spaß ist der Motivationstreiber der Generation. Das heißt, demzufolge muss man da auch ein bisschen was bieten sozusagen. Dann muss Freiraum für Ideen möglich sein. Das heißt, man muss ihnen Freiraum geben, Lösungen für ihre Herausforderungen zu entwickeln, auch die Kreativität fördern. Und letztendlich schafft das so einen ersten Schritt in Richtung Generationen miteinander. Also da muss man wirklich so ein Verständnis füreinander schaffen, weil grundsätzlich sind die Grundbedürfnisse immer gleich bei jeder Generation. Also auch die anderen Generationen legen viel Wert auf Gesundheit, auf Familie und so weiter. Und dementsprechend muss man da einfach eine gemeinsame Basis schaffen, um ein erfolgreiches Miteinander zu etablieren. Durch Generationenmanagement wird man diesem Miteinander der Generationen am besten gerecht. Generationenmanagement ist ein Handlungsprogramm in drei wesentlichen Maßnahmenfeldern. Das heißt, es beginnt mit einer organisationalen und arbeitspolitischen Rahmenbedingung, die man erstmal gestalten muss. Das heißt, man versucht, die Personalsteuerungsinstrumente anzupassen. Beispielsweise schaut man sich Assessment Center an, ob wirklich alle Generationen damit angesprochen werden. Dann macht man Altersstrukturanalysen, man erhebt die generationenspezifischen Anforderungen und versucht darauf aufbauend den Bedarf aufzugreifen. Also man schafft beispielsweise dann flexible Beschäftigungsmodelle hinsichtlich Raum und Ort, New Office Konzepte beispielsweise oder altersunabhängige Karrieremöglichkeiten. Und das Ganze geht dann hin bis zu einem Trennungsmanagement, also auch wenn einen der Mitarbeiter verlässt, bricht es nicht ab, sondern man versucht da wirklich im Guten auseinanderzugehen und versteht einen Austritt als externen Entwicklungsschritt. Weil der Mitarbeiter spricht ja auch noch nach der Beschäftigung von einem bzw. vom Unternehmen. Und ja, das ist der erste Baustein. Der zweite ist, dass man die lebenslange Leistungsfähigkeit fördern muss. Das heißt, es ist mehr als Gesundheitsmanagement und Arbeitsplatzgestaltung. Da ist ein lebenslanges Lernen wichtig. Das heißt, man muss generationenspezifische Qualifizierungsangebote schaffen und versuchen, eine transformationale Mitarbeiterführung zu etablieren. Das Ganze kann zum Beispiel mit kleineren Methoden beginnen, wie eine Art Job Rotation. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Der letzte Punkt, und das ist auch gleichzeitig der wichtigste Punkt, ist die intergenerative Wertschätzung und Zusammenarbeit zu stärken. Das heißt, da muss man wirklich in generationenübergreifenden Teams arbeiten, um so ein Verständnis zu schaffen zwischen Alt und Jung, vielleicht auch in Kommunikationskampagnen, die über die ganze Firma ausgerollt werden. Man kann Tandems etablieren, also zum Beispiel Reverse Mentorings, wo man Alt und Jung zusammenarbeiten lässt und der ältere Mitarbeiter seine Erfahrungswerte teilt, der jüngere beispielsweise sein Technologieverständnis und man da einfach versucht, wirklich alle Potenziale auszuschöpfen. Grundsätzlich muss man einfach versuchen, das Generationenmanagement in das Qualifizierungsprogramm der Firma zu integrieren. So, und das war's auch schon so im Groben. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann bekommt ihr mein Handout unter connection.de/purpose oder ihr schreibt mir einfach unter sandra@connection.de. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.